Buja! Boah, Junge, was ist Ult? Ich hab den Win! Ich bin der beste Brawl-Spieler der Welt! Im heutigen Clash Royale 9 Brawl Stars Video spiele ich das erste Mal nach 1000 Tagen circa wieder eine Runde Brawl Stars. Ich habe so lange kein Brawl Stars mehr gespielt. Ich habe es auch wirklich nicht mehr angefasst, richtig. Ich war, glaube ich, ein, zwei Mal immer wieder drin. Hab da auch irgendwie ein, zwei Belohnungen mal eingesammelt. Aber wirklich das Game gespielt habe ich so lange nicht mehr. Und im heutigen Video möchte ich mal schauen, was sich alles geändert hat, ob ich mich noch zurechtfinde und ob ich immer noch der beste Bullspieler der Welt bin. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr ein bisschen mehr Brawl Stars sehen wollt, ob ich selber noch spiele. Und dann würde ich sagen, wir gehen sofort rein, mal schauen, was alles Neues. So Leute, wir sind jetzt hier direkt drin. Tägliche Geschenke, also Stardrops, das habe ich ja mitbekommen, dass es die in Brawl Stars gibt. Also wie gesagt, ich sehe, dass Jonas extrem viel Brawl Stars Content bringt oder auch Big Spin. Das heißt, so ein bisschen kenne ich mich da aus. Komm morgen zurück, um dieses Geschenk abzuholen oder die Geschenke sehen. Hey, wo ist jetzt mein Stardrop? Okay, alles klar, verbessern von Brawlern. Okay, hä, hallo, ja, ich will aber hier nichts. So, okay, wir kriegen jetzt unseren ersten Stardrop. Heidi Yala, okay, einen seltenen, super seltenen, nimm den super seltenen. Und was haben wir? Wir haben einen Bull. Ist das ein Emote, Digga? Wir sehen hier, ich bin auf 4700. Ich bin auf jeden Fall nicht der Höchste. Wir sammeln jetzt mal die Credits ein. Aber ich denke, das Interessanteste ist ja, eine Runde zu spielen. Aber ganz, ganz wichtig. Hey, was habe ich jetzt bekommen? 8-Bit? Hey, wieso habe ich den jetzt bekommen? Beginner der Freischalt eines Brawls ist so super selten. Los geht's. Hey, wie geil. Okay, krass. Nee, by the way, bevor ihr irgendwas hier noch macht, beziehungsweise es noch nicht wusstet, ihr könnt auch sehr, sehr gerne meinen Creator-Code Morten in Brawl Stars eintragen. Machen extrem viele von euch. Kuss für euren Support. Und dann würde ich sagen, wir schauen uns mal die Brawler hier an. Das sind meine Brawler. Keine Ahnung, Bruder. Das Ding ist, ich kann auch wirklich, das letzte Mal, wo ich angefangen oder wirklich aktiv Brawl Stars gespielt habe, da gab es auch noch keine Gadgets. Ich weiß nicht mal, was das ist, Digga. Aber ich bin auf jeden Fall der beste Bull-Spieler der Welt. Wo ist Bull, Bruder? Ihr seht es hier. Ich habe 28 Brawler. Man kann die mit Gems freischalten. Das ist relativ interessant. Ich habe 28 Brawler. Wo ist denn Bull? Das ist Shelly. Das hier ist Bull. Ihr seht hier, ich habe Bull auf Stufe 20. Digga, das ist nicht so schlecht, oder? Ich habe Shelly hier auf Stufe 16. Aber sonst habe ich hier wirklich extrem viele gar nicht mal so krass gelevelt. Es gibt jetzt hier auch den Trophy Road, der Trophäenfahrt. Da kann man ja immer hier die Sachen bekommen. Das ist ja relativ klassisch. Jetzt seht ihr hier 70. Was wollen die? Du hast Credits für die Ausscheidung von Gnu. Was zum Fick ist Gnu? Gnus. Willkommen auf den Star. Von dem Team, du Credits sammelst, kannst du die neue Brawler freischalten. Das ist ja nett. Hier erfährst du, wie der Star funktioniert. Ja, Bros, interessiert mich nicht. Ich will jetzt hier eine Runde klären. Wir gehen rein in die Arena, let's go. Okay, Leute, ich bin jetzt hier gerade bei Bull drin. Ich kann jetzt den Gadget auswählen. T-Bone Injector. Bull heilt sich ohne Verzögerung. Selbst in 1800 Trefferpunkten verfügbar. Nutzen pro Match 3. Okay, Kauf bestätigen. Hab mir das jetzt mal gegönnt. Ist das gut? Wahrscheinlich mache ich übelst viel Scheiße. Aber jetzt gehen wir mal. Okay, was ist das jetzt hier? Gratis. Okay, Digga, wie viele kann man jetzt hier mittlerweile ausrüsten? Okay, ich muss Power Level 10 erreichen zum Kauf. Welches Power Level ist denn? Power Level 9. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal eine Solo Showdown Runde. Bruder, wir sammeln jetzt mal die ganzen Dinge ein. Wir gehen jetzt hier mal eine Solo Showdown. Gibt es überhaupt Solo Showdown? Nee, gibt es nicht. Digga, was zum Fick ist das? Digga, was sind das denn alles für Modus? Mapmaker? Okay, doch, hier Solo Showdown. Gehen wir jetzt hier mal rein mit Bull und ich bin gespannt, was passiert. Oh, wir sind direkt drin. Ich bin so in der Psychose, Digga. Okay, was ist das jetzt hier? Ja, Bro, das Ding ist, ich kenne Colt. Colt kenne ich noch, aber die meisten kenne ich nicht. So, jetzt habe ich hier das Ding. Das heißt, das hielt jetzt irgendwie hoch oder so. Okay, das ist gut zu wissen. Hallo? Hallo? Okay, nee, Digga. Jetzt gehe ich hier mal mit dem Dings rein. Okay, wir müssen auf jeden Fall diese Dinger sammeln. So, das Ding ist, ich weiß halt immer, dass Bull Nahkampf macht. Bull ist einer der schwierigsten Brawler zu spielen. Wissen vielleicht viele von euch nicht. Bull ist actually bei den Pros, bei Brawls, das sehr, sehr beliebt. Hinter mir läuft jetzt dieser komische, ist es Rico? Dieser komische... Digga, verpiss dich! Digga! Okay, schnell healen. War das jetzt gut? Habe ich mich jetzt irgendwie geheilt? Hat es irgendwas gebracht? Hallo, hey! Digga, ich check's nicht, okay. Aber ich bin jetzt schon mal Top 5. Ich glaube, es gibt 10 Stück. Ich glaube, in den Top 5 bist, kriegst du... Oh nein, 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 nein. Kriegst du Pokale plus. Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass Bull ein relativer Low-Skill-Brawler ist. Also wirklich ein Brawler ist, der nicht wirklich krass viel Skill benötigt. Aber, Digga, ich mache die Regeln nicht. Ich habe auch, nur 2 Cubes, was jetzt auch nicht wirklich viel ist. Ich warte, glaube ich, einfach, bis jetzt hier irgendwas passiert. Oh, heal mich! Heal mich! Nein, was war's für eine Ult? Digga, die Ult war so schlecht! Egal, Digga, im Endeffekt bin ich jetzt hier Top 3. Was kriege ich jetzt? Spaß gehabt? Nee, Digi. Ja, ich kriege jetzt hier plus 6. Okay, interessant. Ich habe jetzt eine Siegessiege, stimmt. Kriegt man dann irgendwas, wenn ich jetzt hier eine krasse Siegessiege aufbekomme? Bekomme ich dann hier irgendwie Startups? Digga, ich kriege weiteren Startups. Selten. Episch, was? Bitte nicht, Schnell! Digga, einen epischen. Digga, einen epischen. Die wollen, dass ich das Spiel öfter spiele. Okay, ich kriege jetzt hier Powerpunkte für den beliebigen Brawler. Okay, nehme ich mit. Nehme ich nicht mit. Shop gratis. Was habe ich denn jetzt hier nochmal gratis? Was bekomme ich jetzt hier gratis? Also, Bro, was gibt es denn hier alles? Achso, hier kann ich dir tägliches Geschenk einsammeln. Okay, nehme ich mit. Bro, warum ist das Spiel so gut im verglichen zu CR? Die Frage, die ich mir gerade auch noch stelle, ist, wann zählt es eine Winstreak? Also sobald ich Pokale wahrscheinlich bekomme, zählt es als Winstreak, oder? Ich spiele jetzt hier mal Frank. Viele von euch kenne ich den ultimativen Frank. Ich werde ihn auf jeden Fall euch, denke ich, mal im Kommentar anpinnen, außer ich vergesse es, sonst erinnert mich nochmal dran. Wo ich, oder mein Cutter kann sie nochmal einblenden, Digga. Ich habe damals einen verfickten Frank-Guide gemacht. Digga, ich Clash Royale-Profi, Vize-Weltmeister, übelster Brawl-Star-Snoop. Frank irgendwie auf 5 Pokalen hat damals einfach einen Guide zu Frank gemacht.
Und das Geilste war, ich habe ihn in Jolo Showdown gespielt und ich habe keine einzige Runde gewonnen. Ich habe so viel, ich habe sogar Pokale Minus gemacht bei dem Guide. Guter Guide. Ey, ich mache jetzt auch immer Guides, Digga. Wie ich kacke und irgendwie die Kackwurst kommt nicht raus. Also, Digga, ich sag dir, wie es ist. Das war wirklich ein Skandal. Das war wirklich ein Skandal. Und ich kann, man kann ja auch mittlerweile BM. Was ist das denn für eine Scheiße? LOL, man kann da so ein Dings hinklatschen. Ja, wie geil. Digga, ich spiele aber auch räudig. Ich schwöre, ich glaube, die meisten Leute von euch werden sich krass an den Kopf fassen. Ich brauche irgendwie mehr Cubes. Also die Leute, ich glaube, mein Gameplay wird hier ein paar Leute sauer machen in den Kommis. Ey, Digga, ich bin im Finale. Ich bin im Finale. Digga, 1 gegen 1. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe die Möglichkeit zu gewinnen. Digga, ich kann das gewinnen. Ich muss jetzt mich nur durchsetzen. So, ja gut. Ich brauche halt irgendwie... Wann habe ich meine Ability? Bro, das ist ja so schlecht. Okay, wir kommen hier ganz gut ran. Das ist ja wirklich... Ich glaube, das ist Real Talk so schlecht, was ich mache. Aber hey, ich muss doch irgendwie attacken, oder nicht? Ich muss ja irgendwie attacken. Ja, warte mal ganz gut. Jetzt habe ich die... Oh nein, oh nein, 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 nein. Heal dich, du geile Sau. Bitte. Oh mein Gott, bitte. Oh mein Gott, ich hab den Win. Ich bin der beste Brawl-Spieler der Welt. Jetzt hatte ich Spaß. Digga, ich bin Erster. Mit fucking Frank. Ich bin der beste Frank-Spieler. Okay, Leute, jetzt sehen wir hier unten ist eine 4. Bei einer Siegesserie verdienst du zusätzliche Trophäen. Okay, jetzt seht ihr hier. Ich würde auf jeden Fall gerne den nächsten Startup. Einen Startup will ich auf jeden Fall noch für dieses Video holen. Die Frage ist, welchen Brawler können wir denn noch spielen? Soll ich sagen, welchen Brawler ich damals gefühlt habe? Der war damals extrem broken, wo ich das Spiel gespielt habe. Leon. Was ist eigentlich der maximale... Was ist eigentlich das maximale Dings? Level 35, oder? Ich glaube, das ist ja das Ganze, was die ganzen YouTuber machen. Ja, 35 ist das Maximum. Okay, interessant. Digga, ich bin gar nicht mal so schlecht. Wo kann man regional.de sehen? Oha, Tobi Spirit Hawk, außer jetzt auch ein Boss ist der Beste. Ich würde sagen, wir gehen weiter rein. Zack, nächstes Game. Vielleicht hätte ich versuchen sollen, vorher Leo noch auszurüsten, weil wie hoch ist mein Leon eigentlich? Welches Level ist der eigentlich? Der ist komplett unterlevelt wahrscheinlich. Also, ich muss auch sagen, also Brawl Stars irgendwie machen die mehr richtig, weil das ist jetzt auch so ein Spiel, da sind es auch ganz andere Vibes. So, natürlich, Leute sind nicht immer zufrieden mit Brawl Stars oder mit anderen Games, aber Digga, wenn ich das so mit CR vergleiche, die Leute haben Bock, die Leute kriegen nicht immer, nicht wenn du dieses Game spielst, hast du danach das Gefühl, du musst dich einweisen lassen und du musst irgendwie 5 Wochen Urlaub nehmen oder so. Das ist so ein bisschen Unterschied zwischen Clash Royale und Stars Boss. Ich check auch das Spiel, glaube ich nicht. Bro, ich brauche doch Cubes. Digga, ich gehe immer nach außen am Anfang. Digga, die Leute, ihr werdet so sauer sein. Ich bin so gehypt, wieder beleidigt zu werden wegen meinen Brawl Stars Skills. So, Leute, jetzt haben wir einen Fight. Jetzt haben wir einen Fight. Vielleicht können wir hier irgendwie der dritte dritte Nutznießer sein. Digga, okay, verarsch mich nicht. Nee, Bruder. Digga, was ist denn das? Digga, lass das. Hilfe! Nein! Oh mein Gott, ich habe gefettfingert. Gewinne ich das 1v1 gegen den? Ja, safe. Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh mein Gott! Oh mein Gott, der geht nach da oben, wie geil! Digga, ich hab 0 Cubes, Bro! Nein, 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 nein. Okay, warte mal. Oh, nee, warte doch nicht. Ja, okay, Bro, wie soll ich das noch gewinnen? Wir baiten ihn zu der Ability. Ja, das war ja richtig gut. Oh, nee, One-Shot. Ah, chillig, Digga. Einfach One-Shot. Natürlich, Digga. What the fuck? Egal, Platz 2. Okay, Leute, jetzt will ich hier nochmal schauen, welchen Brawler... Welches Level habe ich eigentlich, Dings? Ich habe ihn auf Stufe... Wo sehe ich gleich mein Level? Stufe 5. Maximal kann man ihn Level 11 haben. Kann ich jetzt hier noch so Sachen ausrüsten oder funktioniert das nicht? Ich muss Level 9. Ach, Digga, ich habe ihn so unterlevelt. Aber warte mal ganz kurz. Wir gehen mal rein. Habe ich Piper? Jean, Tara, Frank? Piper. Hat Piper irgendwas? Nee, ich will mal Piper spielen. Und wir gehen mal rein in irgendeinen geilen Modus. Was ist denn Basketball, Digga? Wir gehen mal rein in Basketball mit Piper. Ist das gut, Digga? Ich meine, sie hat einen... Digga, keine Ahnung. Sie hat so... Also, oh, what the fuck? Mach ein paar Körbe? Hä? Digga, noch nie. Ich habe die Moos halt auch noch nie gesehen, ne? Also, ich habe ihn nicht mal bei anderen YouTubern gesehen. Was zum Fick ist das? Aber wie funktioniert das? Muss man dann da... Wo muss der Ball denn hin? Wo muss der Ball denn hin? Digga, die treffen nicht. Ja, habe ich den Ball? Nee, ich habe nicht den Ball. Joshi, killt ihn. Okay, jetzt warte mal. Lass mich mal kochen. Hä? Digga! Hä? Wie schießt man denn? Wie macht man denn, Digga? Hä, ich check's nicht. Nein! Digga, nein! Hä, ist der drin? Der war nicht drin. Hä, der war nicht drin. Hä, aber wann zählt's denn als Tor? Hä, was zählt denn als Tor? Oh, jetzt. Oh, fuck. Gib doch mal den Ball. Nein! Bro, was soll das, Digga? Ich check's nicht. Ich check's aber auch nicht, Digga. Digga! Mir fällt ja jetzt auch auf, dass ich einfach komplett die Windstring in Sand gesetzt habe. Aber warte mal ganz kurz. Welche, Digga? Brawl Ball kenne ich. Juwelen kenne ich. Was ist Hot Zone? Da müsst ihr alle Hot Zones, um zu gewinnen, nehmen jeden. Okay, das klingt interessant. Knockout. Ich will mal Hot Zones mal ausprobieren. Okay, welche Brawler kann ich denn spielen? Digga, Cold ist, glaube ich, komplett, Bro. Wir nehmen Cold rein, gehen in Hot Zone und Heidi Galla. Ich will halt diesen Star-Drop noch bekommen. Diesen Star-Drop und dann vielleicht nochmal einen Legendary Star-Drop. Nochmal einen Legendary Star-Drop. Und nochmal flexen. Gefundene Spieler 2 von 6. Also, okay. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe auf jeden Fall. Spaß. Es ist cool, es ist was, ich kenne mich nicht aus. Das heißt, ich bin auf jeden Fall bereit, auch mal wieder gehatet zu werden. Aber nee, ist auch mal ein Spiel zu spielen, was man nicht so gut kann. Für den weirden Flex. Okay. Ich weiß, was ist eigentlich Competitive in Brawls? Das ist Hot Zone, gibt es, glaube ich, auch ein Competitive. So, ich muss jetzt hier dingsen. So, weg damit mit dem Cold. So,
So, jetzt haben wir hier, das sind wir auf jeden Fall jetzt am Eintüten. Was sind wir eigentlich? Sind wir blau? Ja, ne? So, ich muss jetzt hier drin bleiben. Jetzt muss er aber, jetzt müssen die anderen halt alles andere saven oder bekommen, weil sonst kracht's. Was ist, wenn ich jetzt hier rausgehe? Geht's denn weiter? Ne, dann geht's nicht weiter. Also ich muss erstmal komplett, okay, warte mal kurz. Booyah! Boah, Junge, was eine Ult! Wow! Bitte! Digga, was mache ich hier mit den Gegnern? Ich bin der beste Brawl Stars-Spieler der Welt, Digga! Junge, es war gut! Hä, das war gut! Das war gut! Hey, wir haben gewonnen! Junge, ich hab's euch gesagt, Cold ist broken! Ja, Spiel-Highlight, Digga, drück ihn mir rein! Warum gibst du was in CR nicht? Ja, das war das Highlight, Digga! Ich bin Highlight, Mann! Ich bin der Highlight, Mann! Dann hab ich jetzt einen Star-Drop? Ja, rein da, selten, super selten! Letchi ist auch ein bisschen unwahrscheinlich, ne? Also, egal, wir haben vorhin schon Epischen bekommen. Jetzt nochmal einen super seltenen nehmen wir mit. Kriegen jetzt den X-Verdoppler. Aber, Digga, Bro, das ist gut. Was ist denn jetzt hier im Shop? Was wollt ihr? Ich hab doch Code Morton eingetragen. Eine Runde machen wir noch, Chat. Eine Runde mit Gene. Wir gehen rein mit Gene. Wo gehen wir rein? Komm, ich will nochmal einen Knockout probieren mit Gene. Ich weiß nicht, ich find's einfach geil, dass du halt viele Lucky Drop Stardrops bekommst pro Dings. Das ist ein bisschen geiler als die Schreide. Kannst du ja nur einen maximal bekommen. Wie funktioniert das jetzt? Was muss ich hier überhaupt machen? Vielleicht hätte ich mir vorher die Regeln durchlesen müssen. Komm weg, rein da jetzt! Okay, ich check halt wieder nicht, was muss ich jetzt machen? Hä, muss man... Digga, hat man einfach nur ein Leben? Und wenn man dann alle tötet, hat man gewonnen oder was? Hä, ist ja voll geil. Runde gewonnen. Ah, also ist es einfach so zu sagen, okay, du musst einfach am längsten überleben. Hä, wie geil. Digga, wie, was ist denn... Hä, jetzt mal Real Talk, wie geil sind die Modis? Die gab es ja früher gar nicht. Für euch ist das sowas komplett Neues. Aber für mich sind die Modis halt komplett neu. Und ich find's einfach geil, dass es so viele neue Modis gibt. Der Modus ist ja übelst nice. Ja, Runde gewonnen, Digga. Bro, was mache ich denn mit den Gegnern? Ja, Highlight. Das ist geil. Ey, ja, schreibt gerne in die Kommentare, wie euch hier das Video gefallen hat. Ob ihr das auch irgendwie öfters sehen wollt. Ich habe auf jeden Fall Bock, es auch mal zu streamen. Irgendwie late nach einer Runde Clash Royale. Einfach mal ganz entspannt eine Runde Brawl Stars reinzugehen mit der Community vielleicht. Digga, Büffmack auch einfach die OG Clash Royale-Legende. Schreibt gerne in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Gerne auch irgendwie einen Daumen nach oben lassen. Ich freue mich über eure Kommentare. Spielt ihr Brawl Stars? Was ist euer Lieblingskombi? Was sind die besten Brawler? Was sind ein paar Tipps für mich? Und denkt natürlich auch sehr gerne an Code Morton in Brawl Stars, wenn ihr mich auch da unterstützen wollt. Vielen, vielen Dank, jeden Einzelnen, der es tut. Und wir sagen, ich bin raus. Danke fürs Anschauen. Warte, was ist das hier? Ich bin ein Bronzespieler. Rangliste. Tipps zum Fortfahren? Ja, das spielen wir vielleicht beim nächsten Mal. Okay, danke, dass ihr am Start wart. Haut rein und ciao.